Yo, wunderschönen guten Abend, meine Freunde, ich bin zack. Brody ist hier am Start und yo, Mates, ihr habt es ganz am Anfang gehört. Wir haben den chronisch rübsenden Giorgio wieder mit am Start. Oh, Mate, schneid doch nicht immer deine Rübse ein und sag, dass ich es bin, Alter. Aber letztes Mal habe ich es wirklich auf meine Kappe genommen. Diesmal läuft es auf jeden Fall nicht so. Ja, ne, Digga, brauchst du gar nicht mit diskutieren. Brauchst du auch nicht wieder auszukarten, was ich hier gerade am Anfang sage, wie beim letzten Mal, Digga. Diesmal nehme ich es nicht auf die Kappe. Sehe ich nicht ein. Nicht wieder als Blöden darzustellen, Alter. Und einfach zwischendrin raus, dieses nicht mit rausgeschnitten. Ich nenne es wieder auf meine Kappe. Ja, und wir sind hier zurück auf CSGO. Nee, ich muss doch erstmal die Jungs begrüßen. Was geht ab, Freunde? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Schreibt in die Kommentare, wie es euch geht. Ja, was macht ihr? Außer das Video gucken. Was habt ihr heute Tag gemacht? Ja, was habt ihr am Wochenende vor? Auf jeden Fall die Kommentare schreiben. Ja, so schaut's aus. Und jetzt hoffe ich, dass der Giorgio so gut wie er rübsen kann und uns auch die Calls hier bringt. Das wäre natürlich nice. Du Lügner! Das wäre natürlich echt nice. Ich glaube, oh, was müssen wir da eingeben? 16-4-2. Okay, 16-4-1-2. Sollen wir es mal probieren, oder? Auf welches Item okay. Willst du handeln? Was hast du im Gefühl, kriegen wir? Oh, ich glaube, wir kriegen ein Gutknife Boreal Forest. Oh je, was kostet das? Gutknife Boreal Forest. Ey, ist der Markt aber prall gefüllt hier, gell? Heilige no. Scheiße, du. Gutknife Boreal Forest auf Seite 120 irgendwo. Ah, nee. Ja, ich find's gar nicht. Noch weiter zurück. Noch weiter zurück. Eieieiei. Gutknife. Ah, das könnte ich ja einfach suchen hier oben. Gutknife. Oh, das tut auf jeden Fall schon mal sehr gut funktionieren hier. Ja, moin. Läuft super mit der Suche. Das funktioniert auf jeden Fall. Die wissen, wie man eine Suchleiste hier einbaut. Da! So. Ah, ne. Doch, da rechts, rechts, oh, rechts. Da war's okay, eben. Okay, da war's eben. Gucken wir nochmal zurück. Ganz rechts. Ah, hier. Minimal war 63.000. Das sind 6.334. Das glaube ich, Giorgio kriegen wir. Jetzt gucken wir mal. Probieren wir mal drei Rolls. Was habe ich jetzt gesagt? 6.336? 300. Ja, kann sein. Ah, einfach so. Das wird sein. Hier. 6.3, Show Warning geht weg. Und hier können wir noch ein bisschen ranzoomen, dass die ganze Nummer einen Ticken größer wird. So, so sieht es auch gut aus. So, hauen wir mal rein und hoffen. Boah, wenn es jetzt kommt, direkt beim ersten Mal. Ja gut, das wird auf jeden Fall schon mal gar nichts. Aber wir geben der ganzen Sache auf jeden Fall drei Versuche. Und ich hoffe, dass wir nicht komplett broke gehen oder sogar Plus machen. So wie bei dem ersten Video, das war echt überheftig. Oh, die könnte sein. Nein, da ist er vorbeigezischt. Eins vorne dran, Alter. Ja, wollte mal Hallo sagen. Letzter Versuch. Dann habe ich so im Echo gehört, it's a prank. It's a prank. So, komm. Jetzt, oh, ja, das kommt niemals. Das kam noch nie bei mir mal 5. Oh, jetzt weiß ich hier. Das war doch auf der Seite, wo wir das Roulette gemacht haben, wo du eine Zahl getippt hast. Und ich nicht wusste, wie viel ich da eingebe und so weiter. Und danach auf $400 gewonnen habe. War nicht auf der doch, Seite. Das war hier mit der einen Zahl. Ganz, da hast du 17 gesagt oder so. Dann habe ich mal 35 oder so. Ja, bekommen. Aber es war, glaube ich, eine andere Seite. Echt? Ich bin mir unsicher, Digga. Ja, ich bin mir unsicher. Auch. Vielleicht weiß noch einer oder andere Schlingel von euch. Aber ja. Ja, die schreiben jetzt eh entweder, es war die Seite oder es war sie nicht. Also ganz stimmig werden wir da eh nicht. Aber wenn du mich jetzt fragst nach einer Zahl, würde ich die 34 nehmen. 34. Also nicht warum. Weiß auch nicht warum. Show Warning brauchen wir nicht. Potenzieller. Oh. Jetzt halt die 34. Ja gut, die 11. Schade. Schade. Komm, einmal probieren wir es noch. Mal 35 zu gewinnen, ist dann $175. Ah, ist natürlich. Überkrank. Ah, schade. Keine Ahnung, was ist. Die 6 war es, die umgedrehte 9. Ah, schade. Was haben wir denn hier noch? Hier finde ich auch bei den Scratch Cards, finde ich schade, dass man hier immer nur $1 machen kann, gell? Das ist echt ein bisschen schade. Da würde ich gern mal. Weiß nicht, so $10 oder $20 machen. Die haben wir gar nichts schon wieder, gell? Nö, da haben wir nichts bekommen. Slots ist es hier halt. Ich mag die Scratch-Cards eigentlich. Ich finde das auch cool, dass es $1-Karten sind, weil ich habe da auch schon mal $100 gewonnen. Echt? Alter. Ja. Da kann man tatsächlich viel gewinnen. Komm, wir bräuchten noch 50.000, da haben wir aber nicht. Wir haben schon wieder gar nichts gewonnen. Kommt natürlich mal 4. Komm, wir probieren es nochmal. Der Giorgio hier sagt, der gewinnt hier so fett. Aber auch hier wieder sehr schlecht aus. Hier kommen denn immer die mal 10er Sachen, wenn man nichts gewinnt, gell? Ja, also, wir haben 1000 gewonnen. Das hat sich gelohnt. Nice. War geil, Digga. Hat auch echt Spaß zuzugucken. Ja, muss ich sagen, war auf jeden Fall geil, Kappa. Na gut, aber wir ballen jetzt mal rein. Wie viel hat das gekostet? 160. Also wollen wir mal einen $16 Roll machen? $16.40 Roll. Glaubst du da dran? Ja, man, ich würde ein paar Stück machen. Ein paar Stück haut da raus. Ja, moin.
Kartell? Plus minus 0. Wie ist das? Das schon mal gut. Immerhin etwas schon mal bekommen. Basti, ist ein Battlescard sogar 16 Dollar wert? Oh! Nice! Verdoppelt! Mal 2. Ah, ich glaube, die 16 Dollar Roll, der ist es. Jetzt brauchen wir nur noch die. Oh! Das könnte es wirklich sein, ja. Nein! Jetzt hat es aber auch so ewig lang gerollt, gell? Ja, da wurde auf jeden Fall, der Asiate wurde auf jeden Fall unten getreten. Der soll nicht so lange, der soll diesmal länger machen, Alter. Ja, auf jeden Fall, diesmal, ach man, komm, einmal probieren wir es noch, dann schrauben wir hier mal ein bisschen runter. Da ist aber fast keine Rolls mehr übrig. Und ich würde hier schon noch gerne was Leckeres rausziehen. Ja, mal zwei wird es. Aber man weiß sofort, dass nichts kommt, ja. Das ist echt immer kacke. Gut, das machen wir mal. Komm, dass wir noch 10 Rolls machen können. 11 Dollar, 80. So. Jetzt können wir noch 10 Rolls machen. Und bitte, mit wie viel haben wir denn angefangen? Weißt du es noch? Oh, das wird sie. Die haben wir. Ja, mit 214 oder 240, bin mir unsicher. Eins vom Anfang. Ja, eins von beiden. Ihr werdet es aber. Oh, das könnte sein. Es ist so hässlich, aber nein, wir haben es. Jawohl. Bei 5 haben wir hier am Start. Heilige Scheiße, sieht das kacke aus. Aber beschwert kann man sich da normalerweise eher weniger. Hier 60 Dollar. Der sieht aus wie so ein Ninja Turtle in einem Fall, ne? Sieht echt so ranzig aus. Aber lecker, ja. Wir haben. Oh! Kann's auch sein. Nein. Aber nicht bekommen. Schade. Rechts auf der Seite seht ihr natürlich wieder Plus oder Minus. Oh! Das würden wir lecker finden. Ja. Das würden wir echt lecker finden. Komm! Oh. Ja! Oh, 170, Alter. Oh, mal 15. 175. Stat Track Butterfly Knife Blue Steel. Alter, wir machen Profit. Wir haben jetzt schon Profit. Ja, wir haben schon Profit, Mates. Es ist auf jeden Fall ein fettes Profit-Video. Mal 15 habe ich aber auch noch nicht gesehen. Wenn denn mal 10, mal 20 oder mal 30, gell? Krass. Ja, auf jeden Fall nice. Doch, ich habe schon gesehen. Lecker. Alter, das ist es, glaube ich. 11,80 Dollar ist es auf jeden Fall. Die Leather kann es nicht sein. Die ist zu günstig, leider. Uiuiuiuiui. Die ist es wieder. Ja, die bekommst du. Ja, bin ich mir auch relativ sicher, dass wir die kriegen. Jawohl, die haben wir in der Tasche, mal eins. Kann man sich also echt nicht beschweren. Und wir haben noch 3 Rolls danach übrig. Oh, schon wieder. Die kriegen wir schon wieder. Jawohl, haben wir sie schon wieder. Komm, jetzt noch mal ein leckeres Messer rausholen. Wir haben noch 3 Rolls. Hallo. Ja, gut. Lol. Ja, gut. Wir haben die, Mark, was denkst du? What the fuck? Ja, die kriegen wir, die räumen wir auf jeden Fall weg. Die können es auch sein, ich glaube. Die gibt's auf der Seite auch in Souvenir, oder? Ah, schade. Schade. Letzter Roll geht rein. Komm, jetzt nochmal. Aber beschweren können wir uns heute eh nicht. Ah, nein! Das ist nicht. Kacke, hätte ich jetzt aber auch gedacht. Hätte ich jetzt echt auch gedacht. 8,50, ja gut, da wird wahrscheinlich nichts Tolles bei rumkommen. Aber eine Aukamelio kann man sich auf jeden Fall schmecken lassen, oder? Ja. Jawohl. Lol, mal 2 sogar. Nicht schlecht. Was denkst du, wie viel haben wir? Ich sag 270. Ach, fuck, ich sag 260. Machen wir mal. 314. Ui. Oh, lecker. Das ist ein knalliger 100er mehr auf meinen Nacken. Warte mal. Was? Da! Geprankt, Digga. Oh, it's a prank. Er sagt gar nichts, bewegt nicht mal die Maus, Digga. So, er hat mich sogar aufgehört zu atmen, Alter. Ich hab gedacht, das sind Ninja Turtles, weil die eingebrochen oder so, ja. Der Leonardo ist unter dem Klo rausgetaucht, Junge, und hat dich gepackt, weißt du? War ich schon bereit. Der wollte das Safari-Mesh haben, Alter. Der wollte das Safari-Mesh heute haben, ja. Oh, ja. Lecker. Lecker. Ey, ich hab gerade gedacht so, was ist denn jetzt los? So, kriegen wir jetzt hier das Trade-Offer? Jawohl, das teuerste Knife ist auf jeden Fall schon unterwegs. Das lassen wir uns. Ey, zur Zeit läuft es aber echt gut in den Gambling-Videos. Gestern schon krass plus gemacht. Seit langem mal wieder hier auf CSGO Case auch. Wo bleiben die restlichen Skills? So, gleich mal gucken. Das habe ich nämlich auch gewistrawt. Ist das Messer vielleicht hier wieder zurück? Steam ist down. Ja, geil. Oder CSGO Case ist down. Auf jeden Fall fehlt mir hier noch ein Messer. Das behalten wir auf jeden Fall im Auge. Ich glaube, das verkaufe ich wieder für die, außer die AK Case Hunter. Die lasse ich mir nachher auch noch auszahlen. Den Rest verkaufe ich wieder, dann habe ich wieder 60 Dollar drauf fürs nächste CSGO Case Video. Ja, Steam ist nicht down, Digga. Dafür lädt es zu schnell, Junge. Ja, Steam ist nicht down. Irgendwas ist hier mit CSGO Case nicht ganz sauber.
Accept Trade hier. Hä? Warum war der bei mir nirgends aufgetaucht? Komisch. Mate, mach jetzt nicht so. Ja, wir wissen alle, dass du der Owner bist, Alter. Ja? Also brauchst du hier nicht hier den Scheinheiligen zu machen, Alter. Den Scheinheiligen, jawohl. So. Kriegt er jetzt noch Biscuit Fraud? Nee, immer noch Problems. Na gut, aber die zwei Nice haben wir auf jeden Fall. Die Case Hardnet, die werde ich auf jeden Fall nachher nochmal Wistron. Job am Jordan vorbei, der macht einwandfreie, leckere und spitzmäßige Videos. Dankeschön. Inshallah, lasst dir ein Like da. Genau. Wie sagt Spider-Man? Fürs geht auch alle Jordan. Freunde, ich wollte euch auf jeden Fall sagen, dass ich euch richtig gerne habe. Freut mich auf jeden Fall, ja. Schreibt mal Hashtag Penis in die Kommentare, wenn ihr bisher geguckt habt. Lasst euch gut gehen und haut rein.